Yo, ein flüchtiges Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir ja mit Pilzen gedealt, wir haben illegale Pferde verkauft und weitere Straftaten begangen. Eigentlich sind wir voll kriminell in diesem Spiel, aber ja, wenn man die Welt rettet, dann darf man auch mal sowas machen. Und jetzt müssen wir gucken, hier müssten irgendwo diese verschwundenen Leute sein. Zumindest laut Questanzeige. Hallo, hast du hier zufällig so ein paar Leute gesehen? Nö. Tschüss. So, da dürfte gleich der nächste sein wahrscheinlich. Nö. Doch, da. Ja, zum Glück haut er uns hier nicht gleich runter. Bitte. So, danke für den Loot. Ach, das ist eine Fahne da gewesen. Da kommt bestimmt gleich der nächste. Nö. Ist ja schlecht Bewachung hier. Da drüben steht auf jeden Fall noch einer. Ach, da steht doch einer. Lol. Tschüss. Der ist runtergefallen. Papp. Weg mit dir. Hallo. Oh, eine Dame. Natane. Warte mal, bist du... Bin ich etwa in Sicherheit? Hör zu, ja, deine Rettung kostet 5000 Rubine und, ja, alles überweisen auf mein Konto bitte. Gorman? Als die Monster aufgetaucht sind, ist er so schnell gerannt, wie er konnte und hat uns zurückgelassen. Wie kann er einfach so ein Mädchen im Stich lassen? Das werde ich ihm niemals verzeihen. Beim Stall der Schlucht ist er, na dem werde ich was erzählen. Mach das. Man muss ja auch zum Beispiel bei einer Zombie-Apokalypse nicht schnell rennen können. Man muss nur schneller rennen können als irgendwer anders. Weil der wird dann gefressen und dann sind die Zombies erstmal beschäftigt. Tschüss. Ja. Hat nicht geklappt. Vielleicht sollte mich echt mal gleich heilen. Aber wir haben ja noch unsere Spezialfähigkeit. Das heißt, wir sollten auch nicht unbedingt gleich sterben. Ein Schatz. Hey. Komm zu mir. Wir haben wieder 600 Rubine gefunden. Das hat sich doch gelohnt, beziehungsweise durch unseren illegalen Handel mit Pferden bekommen. Boah, das geht ja hier noch komplett weiter. Da sind ja überall noch welche. Ja. Tschüss. Nein, 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 nein. Danke. Danke, du bist meine Rettung. Oh, ich wollte hier runter wegen dem Loot. Also das war alles beabsichtigt. Jetzt ist die Frage, oh nee, ich muss da ganz hinten wieder hinlaufen, ne? Uah, danke, Mifa. Selbst wenn du tot bist, rettest du uns das Leben. Danke, danke. Uah, ich find's so schade, dass sie tot ist. Die hätten bestimmt ein richtig, richtig schönes Pärchen abgegeben. Boah, gibt aber einiges an Loot hier. Das ist nicht schlecht. So, nee. Was? Wo kommst du denn her? Lol, wo kommt der her? Ist er jetzt extra? Ist er jetzt extra irgendwo runtergelaufen? Nur um hierher zu kommen? Weil der stand hier unten doch definitiv nirgendwo. Na gut. Oder es ist der eine, den ich runtergekickt habe. Vielleicht hat er das Ganze überlebt. Bin mir da nicht so ganz sicher, aber könnte gut hinkommen. Naja, naja. So, wir können auch mal schlauerweise die Schleichrüstung ausrüsten. Ach genau, ich wollte immer noch. Das machen wir später. So, die Schleichrüstung. Die finde ich immer noch mit am coolsten. Zwar nicht vom Aussehen her, aber von dem, was sie kann. Ach, hier geht's auch lang. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Dum-di-dum. Dum-di-dum. Ach, da lebt sogar noch einer da drüben. Stimmt. Beim Versuch, den wegzuhauen, bin ich ja schön runtergestürzt. Komm du nur her. Tschüss. Nein, mein Loot. Was für ein großartiger Stil. Welche Schule der Kampfkunst gehörst du an? Ich gehöre zu den Jägers. Falls du die schon mal gehört hast.
Ah, Verzeihung, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Venny. Ich verfüge zwar über ein gewisses Geschick im Kampf, doch reicht es nicht aus, um meinen Freunden beizustehen. Unsere Angreifer waren uns zudem zahlenmäßig überlegen, was eine Gegenwehr unmöglich machte. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was geschehen wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Ich danke der Göttin. Ja, hör zu, dein komischer Kumpel ist abgehauen. Das hat Gorman gesagt. Tut gut, das zu hören. Dann ist er also auch in Sicherheit. Ich werde mich schleunigst zum Stall im Gerudo-Tal begeben. Mach das. Ich rette noch deine anderen beiden Freunde, die hier auch noch irgendwo sein müssten. So. Ja. Hauptsache, die werden alle gefangen genommen von den, von den Viechern hier. Und mich wollen sie mal töten. Das ist voll unfair. Ich möchte auch gekidnappt werden. Da drüben ist ein Lagerfeuer. Oder auch mehrere. Was ist da drüben? Da gucken wir mal. Ich habe gerade was Schönes gesehen. Ja. Hallo. Ja. Ein Saphir und so. Komme ich jetzt hier wieder irgendwo hoch? Nö. Und dann klettern wir wieder. So, da drüben war ein Lagerfeuer. Mr. Lagerfeuer. Was zur Hölle macht ihr hier? Ich frage eher nicht. Warum stehen hier ein paar Gerudos bei den Gerudos rum? Oh, ein Rhodonit. Yes, wir brauchen unbedingt wieder Rubine. Obwohl ich mittlerweile der Meinung bin, wir brauchen echt gar nicht mehr so viel. Also, es gibt nichts mehr so viel, was wir bezahlen müssen. Aber ich weiß halt nicht, vielleicht täusche ich mich auch. Und dann auf einmal, ja, haben wir keine Rubine mehr. Hallo? Und beugen und strecken. Ach, die kennen wir doch schon. Du hast doch die Schneidklippen bezwungen, oder? Der vierte Bruder von den Schneidklippen. Das hier ist unsere altwürdige Abhärtungsarena. Hier findet unsere Ausdauerhärtetest statt. Hier brennt die Luft. Wir wollen noch härter werden. Deswegen schauen wir, wer von uns die größte Hitze aushält. Dass ein Gerone so schwitzen kann, nach den Schneidklippen machst du hier weiter, was? Obwohl wir zu den Geronen gehören, vertragen wir Hitze nicht besonders. Selbst Geronia ist zu heiß. Daher härten wir uns hier ab. Was ist mit dir? Mach mit. Bei unserem Ausdauer-Härtetest. Ich probier's mal. Starke Antwort. Ein Kerl wie du ist ein ganzer Kerl. Okay. Wenn du soweit bist, kletter in die Arena. Dann kann der Ausdauer-Härtetest losgehen. So, wir rüsten mal eine andere Rüstung aus. Das ist, glaube ich, nie das Schlechteste. Wir haben ja hier noch Hitzeschutzrüstung. Die können wir mal. Wenn du aus der Arena kletterst, wegfliegst oder gar schlapp machst, dann verlierst du. Und jetzt legen wir los. Ausdauer-Härtetest. Ach cool. Ja. Ich kann mich leider nicht hinsetzen. Das klappt leider nicht. Das funktioniert nicht. Da winkt jemand. Ich dachte jetzt, da steht einer hinter uns. Das wäre echt gruselig. Oh. Okay. Opa, bist du das? Nein. Ist doch ein Klacks. Okay. Die machen aber schnell schlapp. Ja. Du bist hart wie Diamant. Hätte nie gedacht, dass uns jemand schlägt. Hiermit verleihe ich dir das Recht, dich dem Ausdauer-Härtetest auf der höchsten Stufe zu stellen. Dabei haben sich früher unsere Vorfahren abgehärtet. Es erwartet dich der härteste aller Ausdauer-Härtetests. Siehst du den Bereich mit den Flammen hinter mir?
Dein Instinkt sagt dir, das ist eine blöde Idee, oder? Da würde ich sagen, du hast einen spitzenmäßigen Instinkt. Für den ultimativen Ausdauerhärtetest musst du in die Arena klettern. Diesmal legen wir noch ein paar Kohlen drauf. Jetzt geht's nicht mehr gegen Hitze, jetzt spielst du mit dem Feuer. Wenn du nicht aufpasst, gehst du in Flammen auf. Also bereite dich gut vor. Es heißt, wenn man dort oben beweist, dass man abgehärtet ist, kann man sich einer Heldenprüfung stellen. Wenn du hart genug bist, dich dem ultimativen Ausdauer-Härtetest zu stellen, dann kletter drauf. Was ist das? Du besitzt feuerfeste Ausrüstung? Auf solche Hilfsmittel solltest du dich nicht verlassen. Stell dich der Hitze so, wie du bist. Was? Ja, wenn du dort oben stehst, dann meinst du es wohl ernst. Die Regeln sind dieselben. Wenn du die Arena verlässt, wegfließt oder gar schlapp machst, ist Schluss. Und jetzt legen wir los, ultimative Ausdauer-Härtetest. Irgendwas fängt gleich an von mir zu brennen. Ich muss unbedingt irgendwas wechseln. Was fängt denn da an zu brennen von mir? Da ist es nichts. Mein Bogen fängt gleich an zu fackeln. Ja. Irgendwas verbrennt immer noch. Meine Rüstung ist es nicht. Die Waffe ist es nicht. Der Bogen ist es nicht. Die Holzpfeile können nicht anfangen zu brennen. Ja. Okay. Okay, warte mal. Kann ich noch Anti-Hitze-Medizin futtern? Brandschutzmedizin. Ach, ich Idiot. Ja, ich hätte auch einfach die Brandschutz... Ich hätte auch einfach... Warte mal, habe ich nicht noch eine schlechtere gehabt? Ja, ich hätte die 3 Minuten 40er machen sollen. Na, ich habe es bald geschafft. Ja. Ja, ich kann alles erreichen, das weiß ich. Ich bin ein Held. Jo. Ich mache jetzt hier ein Picknick. Kann ich hier irgendwas grillen? Ich grill jetzt hier mal irgendwas. Kann ich hier echt Fleisch raufschmeißen? Das wäre ganz lustig. Das verbrennt wahrscheinlich sofort. Hey. Ach cool. Kann hier wirklich Fleisch grillen? Oh, es fängt an zu brennen. Ja, großartig. Was für ein Kerl. Was für ein Kerl. So, da kommt der Schrein. Nice. Ich wollte eigentlich nur so ein paar nutzlose Abenteurer retten und habe einen Schrein gefunden. Cool. Eine weitere Heldenprüfung. Ich glaube, es gibt in jedem Gebiet eine Heldenprüfung. Ein Schrein? Die Heldenprüfung. Also ist die Legende wahr. Du bist der Sieger der Ausdauerhärtetests. Das war falsch. Du bist der Beste der Besten. Gut. Ja, mit der Sprache habe ich es leider dann auch nicht so. Ich kann Feuer aushalten, ich kann Eis aushalten, ich kann alles Mögliche aushalten. Nur nicht die deutsche Sprache. So, rein da. Mal gucken, was uns erwartet. Triffst du ein Monster oder ein Tier mit einem Pfeil am Kopf, fügst du ihm doppelten Schaden zu. Ja, das ist nicht schlecht. So. Ja. Juni-Schießapparatur. Ach nee, jetzt muss ich den Controller so ganz komisch hin. Oh, ich kann das nicht mal mit Dings machen. Ist das alles? Ja. Toll. Ich muss einfach nur alle Seiten mit Strom befeuern. Das war's jetzt. Jetzt gucken wir erstmal, ob hier vorne nicht ein Schatz versteckt ist. Nö. Ich glaube, das war's echt noch nicht. Also da geht's gleich noch weiter. Ja, das geht noch weiter.
Da drüben ist ein Schatz. Na, Junge. Das war nicht gut. So, wir können das mal so machen. Wir können mal den jetzt nämlich hierher holen. Können wir den da vorstellen? Nee. Das ist zu. Aber da kommen wir auch wieder nicht rauf, ne? Na, natürlich nicht. Ja, den müssten wir wahrscheinlich da drüben raufstellen. Ach so, ja, wahrscheinlich. So. Nee, so. Ja, und jetzt kann ich nämlich hier einfach rüberfliegen, wenn ich das Teil auch richtig eingestellt hätte. Das muss noch weiter rüber, ne? Das muss wahrscheinlich so. So würde ich jetzt mal tippen. Ja, es ist zu niedrig geworden. Boah, ich hasse das. Das ist so. Boah, das ist so. Boah, nee, das ist komplett falsch. Das ist halt so doof. Das stellt sich auch jedes Mal wieder an Anfang ein. Aber so kann ich auf jeden Fall alle anmachen. Nee. Das ist zu. Junge. So, da endlich. Natürlich, eine Waffe. Ja, der ist zwar nicht mal so schlecht, aber der muss leider hier bleiben. Gut, dann können wir das Ganze so einstellen. So, man kann es nämlich doch irgendwie so hinbekommen, dass man gar nicht den zweiten Schalter betätigen muss. Und schon wieder mein Telefon. Und noch ein dritter Raum. Ich gehe kurz ans Telefon. Ja, kaum geht man ans Telefon, ist schon wieder alles weg. Natürlich. Und da ist schon wieder irgendein Stein. Ja. Was auch immer das bringt. Da oben ist ein Schatz. Den können wir mal runterschießen. So, komm her, mein Schatz. Dann können wir wahrscheinlich nämlich. Hallo? Ach, da ist die Truhe. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Truhe? Eine Gerudolanze. Schon wieder. Ist mir egal. Aber die Kiste hat, denke ich, noch einen zweiten Funktionszweck, und zwar nämlich hier als Gewicht auf diesem Schalter. Ja, die ist nämlich schwer genug. So, dann ist das Ganze nämlich schon mal eine Nummer einfacher geworden. Ah, das ist jetzt echt mega nervig. So, und jetzt noch einmal. Ja, aber wenn ich jetzt. So. Hallo? Jetzt. Und ich glaube, eins fehlt wieder. Genau da.
Ah, jetzt ist das nächste wieder ausgegangen. Hallo? Ah, nicht so drehen! Ah, ja. Kann ich das letzte nicht einfach so anzünden? Es ist wahrscheinlich das da unten wieder ausgegangen. Ja, jetzt geht unten wieder aus. So, jetzt müssten eigentlich alle brennen, bis auf das hier. Das zünden wir jetzt einfach mal so an. Ja, klappt sogar. Ein bisschen schummeln. So, da haben wir den dann auch endlich. So. Cool. Haben wir die Heldenprüfung gemeistert, die nächste. So. Cool. Wie viel haben wir wieder? 3 Stück. 1 fehlt noch. Habe ich aber überhaupt nicht mit gerechnet, dass hier die Gerunen irgendwo im Gebirge rumstehen. Das ist ganz cool. Ich denke, die stehen ja auch erst, nachdem man die andere Prüfung gemacht hat. Naja. Mal gucken. So, nice. Jetzt sind sie aber wieder weg, glaube ich. Jetzt retten wir nochmal schnell die restlichen 2 Abenteurer dort. Wo kommt der denn? Achso, da geht's noch oben weiter. Ah ne, da stehen sie noch. Das ist die Frage. Da oben ist noch ein Krog-Rätsel. Können wir uns auch gleich mal schnell holen. Wenn wir jetzt hier nicht abstürzen. Hallo. Oh. Tschüss. Boah, jetzt hier noch ein Giga. So, jetzt hier hoch. Und eben das Krog-Rätsel machen. Das ist recht simpel. Einfach dazwischen. Ja, ich hab dich entdeckt. Tschüssi. So, jetzt habe ich das Problem. Ist hier hinten noch einer? Ja, da hinten ist noch einer. Den wir befreien müssen. Und der andere dürfte dann die Treppe da hoch sein. Hier ist deine Rettung. Tschüss. So, mein Königsschwert ist kaputt. Uff, bin ich am Leben? Bin ich wirklich noch am Leben? Du hast die Monster besiegt. Oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Du bist unglaublich. Jemand, der so stark ist, wird nur noch vom großen Goman übertroffen. Ja. Irgendwie hast du ein falsches Bild von ihm. Ah. Wie, was redest du denn da? Er konnte nicht kommen, weil er keine Waffen hatte? Er ist ein Meister des Faustkampfs. Und sein Karate ist unübertroffen. Hat er mir etwas vorgemacht? Der muss mir einiges beantworten. Ja. Mir ist es egal, solange ich eine Bezahlung bekomme. Hallo. Oh, danke für die Pfeile. Ich möchte die Pfeile haben. Alter, der trifft ja noch nicht mal, wenn ich genau vor ihm stehe. Tschüss. So, oh. Epona hat uns nicht gehört. So, weg mit dir, weg mit dir. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch wahrscheinlich hier hoch und da oben weiter. Dann haben wir nämlich den auch gerettet. Den letzten. Der hört schon irgendwas. Hallo. Ich bin der Postbote. Soll dir ein Paket ausliefern. Oder eher abholen. Ah. So. Ja, die hässlichen
Fledermäuse. Können die da durchfliegen? Ja, weg mit dir. Und da oben ist der letzte, ich sehe ihn doch schon. So, gut. Dann schnell hoch. Ach, hier noch einer. Tschüss. So. Ich brauche so ein Sammelpad. Gibt es ja in so manchen Online-Spielen. Da hat man so ein Pad, was hinter einem herrennt und die ganzen Loot-Sachen aufsammelt. Sowas bräuchte ich hier auch. Das wäre echt nice. Tschüss. Ist hier noch einer? Nein, aber da, da ist irgendwas ganz Komisches. Das ist schon wieder Monsterlager und so. Ach, sieht ganz interessant aus. Hallo. Danke für deine schnelle Hilfe. So in der Klemme gesteckt habe ich schon lange nicht mehr. Autsch, mir tut immer noch alles weh. Elende Schweinenasen. Ja, Gumman, der hat sich doch die ganze Zeit beim Stall ausgeruht, ohne einen Finger zu rühren, um mir zu helfen. Der kann mir erstmal gestohlen bleiben. Okay, okay, joa. Ich nehme den Schatz. Ja, Feuerfeile mal 5. Nice, cool. Dann haben wir auch alle 4 Abenteurer gefunden. Wir haben noch einen Schrein gefunden, der nicht beabsichtigt war. Und sogar, ich glaube, 2 Crocs unterwegs. Weiß nicht, was das hier für ein Tor ist. Da müssen wir bestimmt irgendwas durchrollen. Auf jeden Fall sind da noch einige Monster. Da wird fette Party gefeiert. Und da schauen wir dann in der nächsten Folge mal, was es hier so zum Abstauben gibt, was wir da so finden können. Ja, bis dahin aber immer schön fluchtig bleiben. Ciao.